Hallo zu meinem Vlog, frisch gestartet in die neue Woche. Fange ich gleich mit den Online-Bestellungen an. In die erste Bestellung kommt jetzt hier einmal dieses Materialpaket, richtig toll mit diesem Jersey. Und dann hier das zweite Materialpaket, da habe ich auch schon mal einige Höschen gemacht, da werde ich auch noch welche für mich machen. Wir haben hier noch Ringe und Schieber in verschiedenen Größen. BH-Verschluss gibt es auch in mehreren Farben. Dann hier die neuen Träger in 6 mm, also die gibt es jetzt auch dann immer nur in Kombination mit 12 mm dann teilweise, dass man es eben auch kombinieren kann. Diese beliebte Gummispitze, dann hier einmal Laminat für gefütterte BHs zum Nähen oder auch für Push-Up-Kissen, also in weiß und schwarz, gibt es dann auch noch in Haut von der Farbe her. Hier haben wir eine elastische Spitze, richtig schön auch vom Motiv her, ein zartes Creme. Die ist jetzt auch ein bisschen fester von der Haptik her. Und hier diese Duettspitze, also in zweifarbiger Zusammenstellung. Und richtig schön, aber da gibt es jetzt auch nur mehr ein Reststück davon. Mit in die Bestellung kommen dann auch noch diese Triangeln-Schalen, also sie sind Softschalen, die sind ganz weich, also sie sind wirklich nur unterstützend gedacht, dass man wirklich noch eine schöne Form hat, also hier, die sind sehr rund von der Form her und die wirken eben unterstützend, machen jetzt keinen Push-Up, die kannst du jetzt entweder für ein Bikini zum Beispiel verwenden, wenn eben so Taschen sind zum Einstecken, also ich habe zum Beispiel auch ein Schnittmuster, das Triangel-Bikini-Schnittmuster. Da kannst du sie entweder reinsetzen oder wenn du vielleicht einen Sport-BH hast und du möchtest einfach so eine kleine Abdeckung haben, kannst du die auch super dafür verwenden. Hier noch eine weitere Bestellung. Hier haben wir diese tolle Spitze drin, ist elastisch mit diesem kupferfarbenen Glitzer drinnen. Dann haben wir hier Schleifen in Magenta, einmal in Goldglitter, also hier ist so ein Silberglitter drinnen. Dann die Gummispitze mit den Doppelbögen. Hier haben wir dann den Spitzenstring Materialpaket. Also hier ist wirklich das super schnell und einfach genäht. Hier haben wir Zickelfutter drinnen, die passende Spitze dazu und diese Schleife. Schnittmuster kann ich dir gerne unten nachher nochmal verlinken dazu. Und dann haben wir noch ein weiteres Materialpaket. Das ist das Spitzenband, die Ouvert. Hier haben wir die Spitze mit so einem Silberglitzerschimmer drinnen. Dann eben viele Schleifen für den Ouvert natürlich, das ist ganz verspielt gemacht. Und die passende Gummispitze. So, die Becken sind jetzt mal so weit verschickt. Es ist ganz schön heiß hier, also richtig der erste warme Tag heute. Ich habe hier jetzt nochmal ein neues gutes Stück, eine neue elastische Spitze in Hellblau mit Glitzer wieder natürlich, in Silberglitzer. Ich zeige dir das später nochmal im Detail. Ich werde es nachher jetzt nochmal vermessen, neu auf den Karton wickeln und dann ist sie auf alle Fälle schon im Shop erhältlich, wenn du dieses Video siehst. Hier nochmal die Spitze im Detail, also ein richtig tolles Fundstück. Dann schaut es eben so aus, die Blumen sind so gearbeitet, also das Glitzer zieht sich durch die ganze Spitze hindurch, etwas löchriger Tüll oder löchrige Spitze und richtig schön zart. Jetzt habe ich mir noch ein paar Brasilienhöschen zugeschnitten, die ich jetzt nähen werde. Für den Sommer super bequem zum Tragen. Und fertig ist die Höschenparade, also dies ist jetzt mal das erste Höschen, was rausgekommen ist. Ist genau so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, also mit dieser violetten Gummispitze, gelbe Spitze, dieser farbenfrohe Jersey, also richtig sommerlich.
Höschen Nummer 2 ist dieser mit diesen tollen Kirschblütenshirts, also richtig schön. Magentafarbene Gummispitze, passende Schleife dazu, eine tolle pinke Spitze dazu, perfekt. Last but not least, Höschen Nummer 3 ist dieses hier. Also ich finde ja die Gummispitze mal richtig toll mit diesen Doppelbögen. Und dann haben wir so eine graphitfarbene Schleife dazu, diesen tollen Blumenjersey. Und das Besondere an dieser Spitze ist, dass sie glitzert. Mit den Ergebnissen bin ich richtig zufrieden und ich freue mich schon, wenn sie einsatzbereit sind. Und zu allen Höschen gibt es auch Materialpakete dazu, also in unserem Shop auf meinespitzen.com. Du findest es in der Kategorie Banty Cleo, ist natürlich auch für das gedacht. Aber du kannst auch so wie ich machen für den Brazilian, für unser neues Schnittmuster, auch verwenden. Also das ist, geht auch natürlich, weil genau die gleichen Zutaten eben gebraucht werden. Und ja, das war's dann wieder heute für diesen Vlog. Wir sehen uns dann wieder im nächsten. Bis bald. Ciao.